Also Philly, das Angebot hatte 5 Minuten Bestand vielleicht, weil wenn Angebote existieren irgendwo wegen der PlayStation nochmal, das ist nach ein paar Minuten sind die ausverkauft, weil das Kontingent leer ist. Das Schlimme ist eigentlich, es gab ein Angebot, also beziehungsweise, ich habe einen Abend vorher gehört gehabt, dass Mediamarkt und so weiter alle Filialen beliefert, aber nicht online diese Konsolen anbieten wird. Und das war nicht gesichert, es gab auf keinen der größeren Seiten die Information darüber. Es wird halt im Verlauf des Tages, des nächsten Tages halt bestätigt und ich wusste es halt den Tag vorher. Ich hätte einfach morgens hinfahren können, hab's aber nicht getan. Weil ich da nicht so viel Wert drauf gegeben habe, dass die Info richtig ist. Tja, Pech gehabt. Das war eigentlich die beste Möglichkeit, das war kurz vor Weihnachten. Ein harter Kampf. Ging so. Warum sagt, dass der Zwerg zu seinen Leuten gehört? Dass er wegen deiner Fehler gestorben ist. Er klingt traurig. Die Trauer des Rings ist von geringer Bedeutung, Junge. So, muss Sony auf Einkaufstour gehen, um mehr exklusive Titel für ihre Konsolen zu haben. Also erstmal hat Microsoft ja ein paar Titel geholt, die auch zukünftig trotzdem auf der Konsole erscheinen werden. Also, es wird ja nicht von heute auf morgen alles eingestellt. Oh, das hat ihm nicht gefallen. Er warnt uns nicht, darunter zu gehen. Hör auf den Ring zu hören, Junge. Ihm ist nicht zu trauen. Hallo liebe Mina, grüß dich. Oh, mein Lieblingsgegner. Thank you.
Vor allem glaube ich einfach, dass auch Sony einfach die cinematisch epischeren Exklusivtitel immer hat. Da wird ja auch jeder, also Days Gone ist ja hinter den Erwartungen geblieben, obwohl es einer der bestverkauftesten Titel ist der PS4 unter den Top 10. Wobei ein zweiter Teil möglich gewesen wäre. Weil die machen ja lieber ein neues, eine neue Marke. Na komm, töte ihn einfach. Bring den Ring zum Schweigen, Junge. Ich weiß nicht wie. Wickel ihn einfach in die Decke ein. Was ist der Hauptweg, was wieder der Nebenweg? Ein Seelenfresser. Und ein Sprenger. Pass auf. Richtig. Pass auf, wir gehen nochmal zurück. Für mehr Loot für die Welt. Und später, Atreus, hilfst mir dabei, ein gutes Mittelklasse-Handy zu finden. Aber in die Kiste oben bin ich jetzt trotzdem nicht gekommen. Mit dem Fahrstuhl. Der Vorteil von den Sony-Exklusivtiteln ist ähnlich wie bei Nintendo. Die kommen nicht noch auf PC. Beziehungsweise soll das nicht unendlich lange auf den Konsolen laufen. Sieh her. Jawohl. Da eine Schriftrolle, nimm. Noch eine Karte. Hier gibt es bestimmt was Nützliches. Das macht es einfacher. Ob das dadurch wirklich einfacher ist? Microsoft unterstützt ja auch relativ viele, sag ich mal, mittelmäßige Titel. Da hast du bei Sony nicht das Gefühl. Auch wenn ich ein großer Fan bin von der State of Decay-Reihe zum Beispiel, nagt dieser Titel immer wieder daran, dass er halt eigentlich viel besser sein könnte, als er halt wird. Aber ich glaube, es hat mit den Entwicklern zu tun. Ah!
Er ist langsam, aber sehr kräftig. Wir sollten seine horizontalen Schwünge nach hinten und vertikal seitlich ausweichen, um ihn anzugreifen, während er sich erholt. Seelenfresser. Was macht ein Seelenfresser überhaupt hier? Was meinst du mit, es ist eure Schuld? Junge, ignoriere ihn. Ich kann ihn irgendwie nur schwer ignorieren. Aber God of War macht einfach in so viel Ecken so viel richtig, ist halt schon richtig fies. Und? Ich sehe keine Fallen. Aber er klang so sicher. Wir sind Götter, wir müssen keine Rücksicht nehmen auf Fallen. Ach, das ist ja meine Axt. Ich dachte für einen kurzen Moment, ach guck mal, Loot. Konzentrieren, Junge. Einfach entspannter mit den Waffen. Stopp. Schau ich mal kurz um. Alles ist gut. Weiter. Wobei die Stages ja schon auf ziemlich engen Raum gemacht haben. Wahrscheinlich, weil ja natürlich das ja eigentlich ein PS4-Titel gewesen, ne? Auch. Ansonsten hätte ich die Grafik nicht mehr so hinbekommen. Wenn die Areale zu großläufig wären. Wenn wir keinem sprechenden Ring mehr glauben können, wem sollen wir dann sonst glauben? Whoa!
Vorsicht! Hinter dir! Ach, nervt der mich, ey. Bleib doch mal in deiner Ecke stehen. Geht doch. Erzeugen Sie eine kleine Abwehrzone, durch die Kratos' Angriffe nicht abgebrochen werden und die Menge an Schaden verringert, die er leidet. Erneuert die Verbesserung außerdem eine kleine Menge Gesundheit. Dreier. So, God of War war am Ende der PS4-Konsolengeneration. Vater hat etwas Übles gemacht. Er ist froh, dass du sein Labor zerstört hast und bereut, dass er uns betrügen wollte. Sein Hammer ist hinter diesem Tor. Ja. Rein mit dir, Junge. Heute gesehen, dass es eine Mod gibt, dass du mit Atreus spielen kannst am PC. Totaler Nonsens. Weil das Bewegungsmuster halt von Geschwindigkeit und so weiter trotzdem Kratos Junge. Ist. Ja, Vater. Ist also vom Mod-technischen her unterirdisch. Weil die Modelle kannst du halt einfach austauschen. Gibt dir auch Editoren dafür, dass du mit größeren Augen und Köpfen rumlaufen kannst. Big Head-Modus. Aber sehe ich nicht als Mod, das ist halt eine Minispielerei. Das ist ein guter Hammer. Anvari sagt vielen Dank. Für was, da ich seinen Hammer geholt habe? Blauen sprechen. Direkt hinter dir! Noch nicht voran, du Räuber! Komm wieder, hässliches Ding. Schön. Falls ich noch nicht erwähnt habe, am Donnerstag spielen wir zum Release von Total War Warhammer eine Multiplayer-Partie. Falls sich jemand dazu berufen fühlt, mit dem Imperator einige Stunden Warhammer zu spielen. Darfst du gerne im Discord im Community-Bereich melden. Habt ihr zwar den Hammer gefunden? Gut, dass wir drüber geredet haben. Der Hammer des Alchemisten. Sein Geist ist eine Nervensäge. Ha! Entschuldigung. Antvari war immer schon ein Arschloch. Aber ein verflucht guter Alchemist. Ich bin mir und ich schmelze ihn ein. Was? Du willst deinen Freund einschmelzen? Ich brauche eine gefangene Seele, um eurer Belohnung etwas mehr Wumms zu verleihen. Wollt ihr sie nicht? Vater, das können wir nicht tun. Hier, nimm du ihn. Er ist bestimmt nützlich. Versprochen. Na schön. Solange er seinen Wert unter Beweis stellt.
Sehr hohe Bundesaktivierungschance auf einen Gesundheitsschub bei jeder erfolgreichen Runenangriffstötung. Ich mache so selten Runenangriffstötungen. Wenn ich so darüber nachdenke. Das ist mein Wort. Ist ohnehin wieder Zeit für eine Pause. Aber wenn wir das Schnellreisesystem ja jetzt nutzen können, können wir auch mal nach Norden gehen. Für die Familienangelegenheit. Dahin. Hey, ich glaube, ich mache den Weg nicht umsonst. Vielleicht kann ich fliegen. Nein, nein! Götter müssen auch auf dem Weg bleiben, da bin ich ganz sicher. Vor allem haben wir uns schon in den Tod gestürzt. Ja. Aber es sind Zwerge, oder nicht? Ja. Das Höldefeld sind Waldgeister. Ja, wunderschöne, verführerische Waldgeister. Und warum nennst du Brock und Sindri deine Hildebrüder? Oh, naja, ich merke gerade, dass das absolut keine angemessene Geschichte für junge, unschuldige Ohren ist. Wie du meinst. Ja, wir sind theoretisch richtig, aber du musst ja mit dem Boot auch da hochfahren. Geschichte zu dem Riesen mit dem Feuerschwert? Sutte der Tapfere. Wir machen später weiter. Aber ich merke schon, dass ich so ein bisschen Action vermisst habe. Also so ein Spiel wie God of War. Oder generell irgendwas aus dem Third-Person-Bereich. Das ist mein großes Problem. Ich kann nicht die ganze Zeit Strategie spielen. Das macht mich mürbe auf ein paar Tage oder Wochen. Mimir, erzählst du die Geschichte weiter, die vom letzten Mal? Sutur der Tapfere? Na klar. Wir haben so viel über Frostriesen geredet. Da wird es langsam Zeit, dass wir zu dem feurigsten Riesen von allen kommen. Damals, als Ymir aus Ginnungagap hervorging, war es Sutr, der ihm folgte. Und hier machen wir erstmal Schluss. Lief ja gut. Bitte behandelt den Wetzstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Unbezahlbare Reliquie. Da habe ich wohl damals einfach nur den Eingang übersehen. Gehen wir's an. Dachte nämlich, das ist eine ganz andere Mission. Tja, kauf nichts, was du nicht brauchst. So, da war ja auch schon alles freigeschaltet. Kannst wenigstens die eine Verbesserung mit reinziehen. Immer noch nicht, wie man den eigenen Vater töten kann. Das ist doch verrückt, oder?
kommt drauf an, wie sehr man seinen Vater mag. Aber bitte, den eigenen Vater? Ich meine, klar, ich bin manchmal sauer auf dich, aber... Bist du? Ich meine, manchmal, ja, ein wenig. Aber ich steche dir kein Messer in den Rücken. Nein, das wohl nicht. Dieser Clan wollte wirklich nicht, dass jemand reinkommt. Wie sollen wir bloß hier durchkommen? Es muss einen Weg geben, das Tor zu heben. Vielleicht mit dem großen Wasserrad. Das glaube ich auch. Und tschüss. Übrigens ganz schön, wenn sie die alten Teile von God of War auch nochmal portieren würden. Aber ich glaube, das ist nicht im Sinne von Sony. Das bindet ja auch immer eine gewisse Menge an Ressourcen. Schon lange nichts mehr eingefroren, was Gift verbreitet. Alles gut, Junge. Ich habe mich nur verklickt. Es reicht doch schon, dass GTA 5 auf 17 Konsolen veröffentlicht wurde. Ja, und das doch aus gutem Grund. Wer möchte das denn nicht auf der Switch spielen? Oder auf seinem Nintendo DS oder auf dem Game Boy Color. Aber angeblich wird ja an einem neuen Teil gearbeitet. Man darf sich vielleicht freuen, keine Ahnung. Ich möchte dahin.
glaube ich, da hinten was übersehen. Cyberpunk hat mir verdorben, mich auf Spiele zu freuen. Ich muss sagen, dass die Cyberpunk-Erfahrung... Ich fand die nicht schlecht. Du hast auch keine PlayStation, richtig? Kacke. Das ist wirklich die erste Kiste, die ich mal nicht mitnehme. Weil ich nicht verstehe, wie ich lang kann. Die ich nochmal einfrieren kann ich aber nicht. Für die Kiste musst du vielleicht weiter ins Gebiet. Danke, Kello. Dann versuche ich das einfach. Vielleicht kommt man dann wirklich auf der anderen Seite. Naja, man kommt auch direkt auf der anderen Seite weiter. Wann bist du wütend? Was? Auf mich. Nur das Spiel wollte mich ärgern. Sind wir die Entwickler? Ah, guck mal, da ist eine Kiste. Obwohl ich es kann. Es ist nicht immer einfach, die Stadt. Schon gut, verstehe. Ich bin klein. Wo ist nur dieser Wetzstein? Jetzt prüfe ich die alle einfach kaputt. Ah, schon wieder den Fehler gemacht. Ich will ihn da nur packen. Unsere Gegner sind stark. Ich drücke heute ein bisschen zu fest. Also auf den Controller. Nicht bei Umarmungen. Ausweichrollen werden überbewertet. Junge, hierher. Lies, Junge. Ein anderer Gott. Huh.